Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jede Case wird durchgenommen. Ja, und diesmal etwas anders als sonst. Und zwar habe ich mir von jedem Souvenir-Pack mal eins gegönnt. Ja, es war das Major und da habe ich mir gedacht, komm, holen wir uns einfach mal die Dragon Lore. Ich habe natürlich nicht irgendwelche Random Packs gekauft, sondern jeweils einen Spieler, den ich auch persönlich ganz gerne mag. Bei Train habe ich mir Taz geholt von Virtus Pro. Dann habe ich, was ist das denn für eine Kiste hier? Cabezone, natürlich Kenny S, wie soll es auch sonst anders sein? Ja, wir können das ja jeweils bei der Kiste dann sagen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den nicht so spannenden Cases an und arbeiten uns dann langsam vor zu den dicken Fischen. Hier, das 2 fangen wir an. Nicht bummeln, ne? So eine AK-Safari-Mesh wäre natürlich krass. Ah ne, aber vorher gucken wir immer erst, von wem sie ist. Was habe ich denn da getrieben? Ach ja, von Forest. Mal gucken, der Forest, da wäre natürlich eine Piste ganz krass. Der Forest drückt ja immer gut durch. So eine Sand-Tune. Und es ist... ist das... Ach du Kacke! Ja gut, das ist auf jeden Fall eine Vanilla-Autosniper. Ach du Kacke, machen wir weiter mit Train. Das ist Taz. Oh, da will ich auf jeden Fall... Komm schon hier, die Tech. Nein, auf geht's. Und es ist... ja, die meisten Skins in den Kisten sind natürlich absoluter Bullshit. Oh, aber die werde ich, glaube ich, ein bisschen spielen. Es gibt eh nicht so krasse Pumpgun-Skins. Komm, die equip ich mal direkt. So, Inferno. Inferno war... Ach, da habe ich mir bei den Necks gegönnt von Mouseboards. Die haben natürlich wieder mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mal gucken, ob das irgendwas wird. Und es ist... Ah, ich mache hier die Sand-Tune-Collection, gönne ich mir heute mal. Ey, eine Sache, ganz ehrlich, wenn das Ding wenigstens Minimalware oder FN wäre, dann wäre das gar nicht so scheiße. Dann würden die Sticker da schön gold, die Waffe so beige. Aber nein, die muss wieder zerstört sein, das Scheißding. Mirage. Oh, Mirage, wen haben wir da? Ah, der Getrite! Was ist denn die passende Waffe für einen Getrite? Die Para, oder? Nee, ich glaube, die MP9 würde ich ganz gerne haben. Oder die Blaze. Aber, und was ist eigentlich alles okay, die MiG-10 auch. Aber es wird eh irgendein anderes Scheiß. Oh, so eine P90 als Getrite ist andererseits natürlich auch eine feine Sache. Oh ja. Die P90 Getrite. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, wo es interessant wird. Cash. Overpass und Cobblestone, die Dragonlore kommt, Freunde. Ich werde die Scheibe kaputt schreien. So, machen wir mal Cash. Wen habe ich da? Adil. Ach, das war der Scream. Scream, Scream, Scream. Gut, Scream gibt jeder Waffe einen One-Shot. Ah, immerhin kann ich hier keinen Grayskin ziehen, oder? Ich weiß noch damals, als ich diese Galil gezogen habe, das waren noch zwei... Oh! Yeah! Aber oh, scheiß drauf! Nice, Alter, nice! Das freut mich. Ja gut, die ist wahrscheinlich viel testet, aber... YOLO. Das ist geil, das ist echt nice. Jawohl. Immerhin nicht nur braune Scheiße. Braun sage ich schon. Grau. Mit Farben. Overpass. Bei Overpass habe ich den Guardian. Oh, so eine AWP Pink Digipad mit Guardian, das wäre natürlich ein absoluter Traum. Neben der Masterpiece. Oh, auf geht's geben! Oh. Igitt! Nee! 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 Okay, aber jetzt halten wir uns nochmal! Oh! Ich glaube... Das Schlimmste wäre, das wirklich Schlimmste wäre, wenn die Dragonlore vorbeifliegt. Dann werde ich das Video, glaube ich, nicht hochladen. Dann werde ich einfach inaktiv gehen. Komm schon.
Komm schon! Oh Mann! Ihr wisst gar nicht, wie oft ich diese perfekte Mac-10 schon gezogen habe. 1 Million Mal. Ich habe mein... Oh, egal. Die Farmers war nice und bis zum nächsten Video, Leute. Ja, auf Wiedersehen.